Miau, guten Morgen oder gute Nacht, meine Lieben. Willkommen zurück zu Scribble Notes Unlimited. Oh, ich bin gerade so excited. Ich habe mich endlich dazu entschlossen, auch YouTube-Partner zu werden. Und das geplante Hochladen ist ja so fantastisch. Meine Güte. Ist der Himmel auf Erden. Schlaf, Kindlein, schlaf. Bitte setz dir mein Ende. Oh je, Mine, hol mich herunter. Sonst tue ich mir noch weh. Ja, das ist kein Ort für ein Kind. Cool. Kleines Maxwell-Baby. Ich wollte gerade fragen, ob ich jetzt auch mit dem spielen kann. Ja, kann ich. Warum auch nicht? Meine Lügen macht meine Nase enorm. Ich verspreche, ich bin ehrlich. Wenn du gibst ihr die alte Form. Kann man sagen, kleinnasig? Nein, natürlich nicht. Okay. Nein, andere Idee? Mal gucken, ob das funktioniert. Ehrlich. Ehrlich, ja? Oh ja. Ah, er ist ein echter Junge. Fliegende Fee. Ja, dadurch, dass ich jetzt geplant hochladen kann, heißt das auch, dass wenn ich in London bin, natürlich doch Videos kommen. Yay. Total unstressig. Oh, so toll. Ich hatte mal ein kleines Lamm. Es zu essen kam mir in den Sinn. Nun ist es weg. Ich weiß nicht, wohin. Ja, ich will aber nicht, dass du es isst, wenn ich hier eins gebe. Oh, ich bin gespannt. Ich wette, dass wir diese Woche Scribble Notes beenden. Meh. Achso. Ja, man kann es ja mal versuchen. Ich finde es schon. Okay, das heißt, es ist hier einfach irgendwo. Ist das ein großes Haus? Das ist auch so nah. Oder sind wir klein? Nee, eigentlich nicht. Hallo. Oh, der gestiefelte Kater. Maine Coon. Na, für mich nicht. Maine Coon ist zu klein. Hilf mir, Kumpel. Hilf mir, Miau. Hilf mir aus diesen Stiefeln raus. Sie drücken so, das ist ein Graus. Miau. Kann ich nicht entfernen, einfach die Schuhe? Nö, kann ich nicht. Ungestiefelt? ich weiß nicht genau, wie wir das machen, ehrlich gesagt. Kann ich dir Pantoffeln geben? Sag, es Spitzname ist Pantoffelo. Weil der ist schwarz, aber er hat weiße Pfoten. Okay, ich weiß gerade noch nicht. Ich komme zu dir zurück, keine Angst. Wir felinen Kreaturen halten zusammen. Hier ist so viel los. Alles Märchenfiguren. Ich kenne mich gar nicht mal so doll aus mit Märchen. Ändert sich vielleicht, wenn mein Neffe jetzt ein bisschen älter wird. Okay. Also der Reihe nach. Dein Lamm habe ich noch nicht gefunden, aber kommt noch. Rumpelstilzchen. Ich spinne Gold in 0,nix, egal aus was und ganz ohne Tricks. Du hast gesagt, egal aus was. Rumpel deinen Stilz. Was? Hello? Maury. Meine königliche Braut zeigt sich im Nu. Leg Essen ins Bett und sie kommt nicht zur Ruhe. Das ist die Braut? Sehr, ja, schläfriger Kleinbauer. Sehr gut. Ja, Erbse ist das wohl. Heiratsmaterial. Oh, die ist jetzt ja fancy. Bla 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 bla. Bla bla bla. Sind wir bei den Sims oder was? Ich hasse ja so Kauderwelsch. Hallo. Adelige. Der Spiegel hält mich für hässlich, ganz und gar. Wahr, das wird weh. Bitte sag, das ist nicht wahr. Oh, viel schöner. Der Spiegel ist anonymous. Oh, oh, oh. Romantischer Spiegel, ja, das hast du jetzt davon. Aber du wolltest das. Ah, ist kaputt. Schade. Nein, runter will ich eigentlich nicht. Ja, weiter hoch wollen wir. Diese Ratten sind außer Rand und Band. Ich brauche etwas Musikalisches in meiner Hand. Ich finde schön, dass das hier alles, ach Gott, dass das hier alles so gereimt ist. Nimm doch welche du willst. Da. Panischer Flötenspieler.
Hätte ich hier eine Panflöte geben sollen? Was ist denn mit den Ratten los? Mit Hut und Dings. Traurige Turse. Unsere Liebe macht mich einsam. Hätten wir doch nur mehr gemeinsam. Wer ist denn deine Liebe? Unsere... Ah ja, du bist das. Sei riesig. Ist trotzdem noch ein bisschen... Der Laudings würde jetzt sagen, die Kopfhöhe passt. Sag ich nicht. Ich hustete und pustete, doch das Haus blieb ganz. Bitte zerstöre dieses Heim, wenn du es kannst. Klettern. Blub. Ja, kann ich. Ich bin sehr froh, dass ihr schon... Ah, hallo? Ein paar Tipps gegeben habt für die ganzen komischen Sachen, die wir nicht lösen konnten letztes Mal. Oh, ich stehe so nah. Hoffentlich ist der Wolf nicht zu nah. Yeah. Ja, die Bazooka ist unser Freund. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich werde auch nicht müde, sie zu benutzen. Wie komme ich denn da rein? Das Humpty Dumpty. Ah, so. Okay. Strubbelpeter und Bariton. Meine Haare wachsen in verrückter Manier und verheddern sich, wie in diesem Fenster hier. Ich gebe dir einen Friseur. Ist mir egal, dem Altmodischen. Wir sind hier im Märchenland. Das ist nicht altmodisch. Ja, erstmal die Kappe aufsetzen. Des Königs Pferde und Mannen sind dahin. Zerschmettern am Boden ist alles, was ich bin. Geht das? Oh ja. Ja, das ist leider dein Schicksal. Ich kann da nichts dran ändern. Okay, wir haben das Lamm noch nicht gefunden. Wo ist das denn? Habt ihr es gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Aber wir haben noch... Ach, ich mach mal noch den da. Ich habe Angst, ich entferne die mal. Was ist denn los mit dir, Sepp? Hänsel und Gretel, oh mein Gott. Nein. Achso. Bevor ihr euch wieder beschwert. Vielleicht denke ich ja die Woche mal dran, das überall zu machen. Hänsel und Gretels Tagesausflug. Hilf Hänsel und Gretel dabei, diese grausige Geschichte zu überleben. Aber klar doch. Ich war dieses Weihnachten in einem Hänsel und Gretel Musical. Nee, Oper. Es war kein Musical, es war eine Oper. Es war ein bisschen verstörend. Ich glaube, als Theater hätte ich es noch schöner gefunden. Aber es war ganz lustig. Warum bin ich so klein? Ich bin ein Gartenzwerg. Hänsel und Gretel sind da draußen auf Erkundungstour. Gib ihnen etwas, womit sie eine Spur hinterlassen können. Da wollt ihr sicherlich Brotkrumen. Ja, das ist schlecht. Unsere Spur ist verschwunden. Versuchen wir etwas anderes. Kreide? Hänsel? Okay, Gretel ist nicht dumm genug, um über diese Rasenkante zu laufen. Nicht zu laufen. Deswegen gebe ich ihr die Kreide. Was hältst du davon? Nein, warum nicht? Den könntet ihr auch spannen. Ja, weiß ich. Ich werde aber nicht den Vogel töten. Was kann ich euch sonst geben? Ich will keinen Erpel, ich will Äpfel. Ja, Äste kann ich euch auch geben, wenn es die Mehrzahl ist. Vielleicht geht das. Oh ja. Scheiße. Ah, verdammt, ich habe euch doch tolle andere Sachen gegeben. Was ist denn los? Oh, gleich kommt schon der nächste Hinweis. Es fängt gut an.
Oh je, oh je. Vielleicht wären Kieselsteine. Also wisst ihr mit meinen Sachen, aber nur weil ihr unbedingt was streuen wollt. Meine Sachen wären total gute Ideen gewesen. Eine Kieselsäure gibt's nicht. Ich habe doch gesagt Steine. Aber ihr habt hier immer nur einen. Ach so. Muss ich nicht verstehen. Hier. Die Hexe hilft der alten Frau dabei, Feuerholz zu hacken und das zum Herd zu bringen. Aber gerne. Gib mir eine Axt. Warum muss ich das eigentlich machen? Ich bin doch aber eigentlich zu klein. Na egal. Es ist doch schon am... So, da hinten hin. Ach, das macht ihr jetzt. Okay. Hätte das kommen sehen. Dann, dann, dann. Haha, ihr seid in meine Falle getappt. Gretel wird mir als Sklavin dienen und Hänsel wird mein Abendessen sein. Ja, nur zu. Ich habe da kein Problem mit. Gib Hänsel etwas, womit er die Hexe austricksen kann, sodass sie ihn nicht isst. Da gebe ich wieder den Ast. Wir kennen alle das Märchen, nicht wahr? Das sollte einen Zeitgewinn bringen. Locke die Hexe schnell zurück zum Ofen. Hexe? Baba Jaga. Das ist deine Chance. Schnell, Gretel. Schub sie rein. Stirb den Feuertod. Der Besen auch. Die böse Alte ist nicht mehr. Jetzt rette Hänsel und dann nichts wie weg. Keine Schüssel. Haben wir doch gerade gemacht. Hä? So, da ist der Schlüssel. Oh, der ist doch heiß. Der Schlüssel ist zu heiß zum Anfassen. Ist mir egal, welches Eis. Da, mach's kalt. Mach's kalt. Ah, okay. Als wäre mein Schlüssel nicht gegangen. Also bitte. Komm schnell. Das ist schon der Vater. Lauft nach Hause, Kinder. Vielen Dank, dass du so gut auf sie aufgepasst hast. Das ist für dich. Tja, aber eigentlich hast du deine Kinder da ausgesetzt, ne? Na egal. Danke für den Star Ride. Supi. Netter Versuch, das ist nicht mein Schaf. Ja, so weit waren wir schon, aber wo ist dein Schaf? Ich mach mal wieder die Starride Vision an. Ah ja, die Katze müssen wir auch noch machen. Wie schreibt man den Schuster her? Ich wollte gerade sagen ohne Haar, aber er macht ja Schufe. Wie sie gefaucht hat. Jetzt bist du der gesockte Kater? Okay. I don't know. Okay, wo ist das Schaf? Das Lamm. Lämmchen. Du sollst verspeist werden. Mist. Ich habe keine Ahnung, Leute. Vielleicht wenn ich einfach ein... Ich bin gerade auf der Matratze gesprungen. Vielleicht wenn ich einfach ein Ziegenlamm mache. Weil hier ist nichts. Das war jetzt ja ein Schaflamm. Ich weiß ja nicht, welches Märchen das ist. Komm, du hast zwei Lämmer.
Weiß nicht, wo deins ist. Wirklich nicht. Freunde. Nein, also ich schätze mal, dass es keine Gelegenheit mehr gibt, weil ich wirklich glaube, dass wir diese Woche das Ganze eher fertig machen. Und ich habe das dann aufgenommen, bevor ihr mir eure wundervollen Hinweise geben könnt. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das muss ich mir selbst ausdenken in der letzten Folge, die ich aufnehme. Na, wird wohl so sein. Tat ist auch eigentlich vorbei. Was bist du nochmal? Weiblicher Schäfer. Okay. Okay, ich werde das wohl an den letzten Tag schieben. Nimm doch Lamatsch. Nimm Laktose. Wie sieht Laktose aus? Okay, Leute, ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ihr dürft natürlich trotzdem gerne Tipps schreiben, aber vermutlich ist das Ganze schon fertig, bevor ich das lesen kann. Trotzdem, ihr dürft ja gerne mitraten und dann sehen am Ende, ob ihr recht behalten habt. Ich danke euch fürs Zusehen, hinterlasst ein paar Kommis und Bewertungen und morgen geht's in die nächste Welt. Bis dahin.